Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier gerade mitten in der Dunkelheit. Wir haben 1.25 Uhr, Montagmorgen. Und wir sind hier gerade auf dem Sportplatz bei mir zu Hause. Und wir zeigen heute die beste Methode, um Tauwürmer zu suchen, beziehungsweise zu fangen, zu jagen. Also ich habe das früher richtig oft gemacht. Und wir wollen die nächsten Tage mal ein bisschen auf Aalangeln gehen und ein paar andere Fischarten, einfach mit Wurm, vielleicht auch auf Wels. Mal gucken. Und ja, da suchen wir jetzt ein paar Würmer. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert, und so kann man sich richtig, richtig viel Geld sparen. Und es macht auch wirklich Bock. Also ich habe hier eine Maisdose dabei, eine Kopflampe mit Rotlicht, ganz wichtig. Das sieht man. Mehr braucht man nicht. Ein bisschen flinke Finger, ein Auge für die Sache, und dann läuft es eigentlich. Mal schauen, wie viele Würmer wir in 10 Minuten fangen können. Ich stelle mir den Timer. Eine Sekunde. Wir müssen nur gucken mit den Filmen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so gut klappen, weil wir eben nur das Rotlicht haben, aber ich denke, es sollte gehen. Eine Sekunde. Timer ist auf 10 Minuten gestellt und es kann losgehen. Da hätten wir schon den ersten Wurm. Wurm Nummer 2. Easy peasy. Nummer 4. You know I'm a handle my own business. I'm a boss, baby, I'm a boss, calling all the shots. Timer ist vorbei und wir haben schon einige Würmer gefunden. Sind jetzt so, ja, 15 Stück, 10 Minuten. Es hängt dann natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie gut man die Technik umsetzt. Wichtig ist halt, wenn man den Wurm sieht, einfach erstmal packen, nicht großartig ziehen, sonst reißt man ihn auseinander. Und dann halt mit Gefühl aus dem Loch rausziehen und dann, ja. dann läuft es schon. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Würmer für morgen. Wir gehen morgen Abend ein bisschen auf Aalangeln und versuchen dann mal einen rauszucatchen. Ja, wir sehen uns morgen. Eigentlich könnten wir auch in dem Bach hier angeln. Ich würde sagen, wenn dieses Video 1000 Likes bekommt, angeln wir das nächste Mal in so einem kleinen Bach. Noch kleiner wie der Fluss. Dabei. Das sollte man sich auf jeden Fall immer 5 Minuten nehmen.
um die Pose so perfekt auszutarieren, dass nur wenn ein Fisch unten die Schnur berührt, sie schon untergeht. Das ist ganz wichtig. Deswegen lieber dreimal checken. Ich montiere jetzt erstmal den Köderfischhaken. Das ist jetzt ein Achter. Schön fein. Dann klemme ich da mal drei Maden drauf und dann schauen wir mal, was hier als erstes beißt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was als erstes beißt. Ich glaube ja fast trotzdem Karpfen. Ein kurzer Trick, den ich noch von früher kenne. Man kennt hier diese fertigen Vorfächer. In der Regel fädeln die sich immer, wenn man die auseinandertüdeln will. Deswegen einfach zwei Finger nehmen, drüber stecken, auseinanderziehen, den Haken packen und dann hier einfach aufwickeln. Federungsfrei aufgewickelt. Dann nimmt man das Ganze, Haken in die Schlaufe einhängen. Mal so ein bisschen auf Spannung bringen, natürlich nicht zu stark, dass es reißt, aber schon auf Dehnung. Dann nimmt man so ein bisschen die Wicklung bzw. den Drall aus der Schnur und hat ein perfektes, gerades Vorfach zum Angeln. Stipperonis. Gut. Das Ganze wird dann eingeschlauft. Und dann kommt nur noch ein ganz leichtes Blei kurz über den Haken. Dann ist die Pose auch perfekt austariert und dann kann es auch schon losgehen. So, Rute ist montiert. Jetzt schauen wir mal auf die Uhr, wie lange es dauert, bis der erste Fisch beißt. Da geht nichts. Junge, wie das ausschaut. Es gibt auf jeden Fall nichts Spannenderes wie Posenangeln. Auch wenn nur so große Fische beißen, ist es trotzdem verdammt witzig. Ja, ich glaube, ich muss mal Dosenmais montieren, um einen besseren Fisch zu fangen wie den hier. Zweite Fischart, ein kleines Rotauge. Dritte Fischart, ein kleiner Gründling. Die kleinen Fische sind auf jeden Fall schon am Start. Wir haben jetzt schon ein paar gefangen. Die Sonne ist mittlerweile schon hinter den Bäumen verschwunden und deswegen switche ich jetzt mal auf Tauwurm.
habe jetzt hier einfach den Wurm aufgezogen, mit dem Kopf voraus und das Ende einfach nochmal abgekniffen, über den Haken gesteckt und dann hat man hier so ein Doppelwurmsystem. Und das kann man jetzt so im Fluss platzieren. Oh. Ja, gerade hatte ich den ersten Biss auf Wurm. Ging schneller als ich gedacht habe. Da aber direkt weg. Das Aalangeln ist so spannend, dass ich jetzt erstmal hier einen Kameramann natürlich dabei habe, der Basti hinter der Kamera. Und jetzt ist sogar extra noch der Olli gekommen. Das Entertainment, ja. Weil es so spannend ist, dass wir hier zu dritt auf einen Schwimmer schauen. Definitiv krasser wie Karpfenangeln. Ja, wir haben jetzt 22.17 Uhr und bisher passiert nicht viel. Es ist kalt, kälter als wir gedacht haben. Wir probieren es jetzt locker noch eine halbe Stunde erstmal. Also die beste Beißzeit ist jetzt eigentlich schon vorbei. Schwierig, schwierig, schwierig. Da helfen die besten Würmer nicht, die wir gestern gesucht haben. Ein paar Zupfer hatten wir schon, aber noch nichts Richtiges. Mal gucken, ob da noch ein Aal vorbeischaut. Ist auf jeden Fall trotzdem eine richtig coole Angelei. Ist auch echt entspannt hier zu sitzen. Mal sehen. Ja, ein Aal sieht definitiv anders aus, aber immerhin hat was gebissen. Wir hatten jetzt nicht mehr viel Zeit auf Wurm. Die erste Barbe, die ich hier aus dem kleinen Fluss fange. Richtig geil. Oh, viel zu kalt. Das mit dem Aal haben wir nicht hinbekommen. Wir haben eine Barbe gefangen in dem Fluss, wo wir noch nie eine Barbe vorher gefangen haben. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Vielleicht probieren wir das nächsten Sommer nochmal. Die Bedingungen sind einfach jetzt mittlerweile zu kalt. Der Fluss ist zu stark abgekühlt, um richtig gut auf Aal angeln zu können. Aber theoretisch sollte die Methode, die wir euch gezeigt haben, zumindest im Sommer funktionieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und natürlich wie immer, abonnieren nicht vergessen.